Hallo zusammen, liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin mit Barbara unterwegs. Wir benennen den Vlog einfach um, weil jetzt sind wir vier Wochen. Mal gucken, wie lange es dauert. Ja. Hier in Calgary. Ja, genau. Und arbeiten auf der Chicken Farm. Das habe ich euch im letzten Video schon erzählt. Wir haben heute 8,5 Stunden Busfahrt hinter uns. Deswegen sehen wir auch so aus, wie wir aussehen. Hinten aber geilster Sonnenuntergang. Also richtig cool willkommen geheißen. Und wie ihr gerade seht, stehen wir hier in der Küche. Wundert euch nicht, dass es nicht aufgeräumt, weil unsere estonischen Gäste oder wie nennt man das auch immer, die hier schon vorher leben, das nicht wirklich sauber gemacht haben. Das ist unser schickes Badezimmer. Und momentan ist das hier noch unser Schlafraum. Aber wenn die Mädels weg sind, können wir in die größeren Zimmer. Das ist unser Wohnzimmer, die Essecke und die Barbara arbeitet schon fleißig. Wir haben nämlich gerade so unseren Schriftkram gemacht für unsere Arbeit am Montag. Wir waren auch schon da und haben nicht die Farm gesehen, aber das, wo wir die Eier verpacken und so weiter. Und das ist richtig cool, das mal zu sehen. Das macht richtig Fun und ja, Montag geht's los, morgens um 6. Wir sind mal gespannt. Das ist unser Außenbereich und Raucherbereich. Ja, und das war es auch eigentlich schon mit unserer kleinen Hütte. Und wir bezahlen jetzt pro Woche $130 für die Wohnung. Ja, ist eigentlich ganz gemütlich. Ja, ansonsten die erste Nacht ganz gut geschlafen. Wir sind beide immer noch so ein bisschen angekratzt, gesundheitlich. Aber das ist hier echt so schön. Und heute Morgen, wir wollten eigentlich den Weg zurücklaufen. Und direkt ist ein Auto angehalten mit einer lieben Frau, die uns gefragt hat, ob die uns mitnehmen soll in die Stadt. Und das ist total cool. Ich glaube, das gibt es auch nur in Australien. In Deutschland habe ich das nie erlebt, dass irgendeiner anhält, wenn man in einen Karpaten rumläuft und zu fragen, so, hey, soll ich euch mitnehmen? Also richtig krass, richtig freundlich alle. Die winken alle, sind super lieb und ja, das ist mega schön. Das Wetter ist auch voll schön. Wir haben hier immer so 22 Grad. Die Sonne scheint. Heute haben wir gehört, dass Delfine und Wale auch am Meer sind. Und vielleicht gehen wir da heute irgendwie nochmal hingucken und machen nochmal so einen kleinen Walk. Dann haben wir morgen noch frei. Den Tag werden wir auch genießen. Und wenn heute was passiert, nehme ich euch wieder mit der Barbara zusammen natürlich, weil Barbara ist ja jetzt immer mit dabei. Geilen Wetter. Gehen wir jetzt mal schön an den Strand und laufen jetzt mal zu einem Aussichtspunkt. Und dann nehmen wir euch einfach mit. Und ich hoffe, das Mikro funktioniert jetzt. Da das gerade nicht eingeschaltet war, nehme ich das Ganze jetzt noch einmal auf. Ja, schaut euch das einfach mal an. Ja, das war es dann auch schon für heute von uns. Und